Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sollten heute mit Nelen sprechen, oder Nielen, keine Ahnung, um unseren nächsten Auftrag entgegenzunehmen, und das machen wir doch gleich. Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein. Sie war fröhlich und glücklich, wie immer. Sie ist nicht weggelaufen, wenn es dir darum geht. Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hannah bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche, sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Okay, meine Freunde. Ja, jetzt dürfen wir mal einen Dorfrundgang machen und nachfragen, wo denn die gute Hannah stehen geblieben ist oder hängen geblieben ist. Ja, es ist die Frage. Kommen wir hier überall so einfach hin? Und können wir das ausfragen? Denn im letzten Part haben wir ziemlich langweilige Scheiße gemacht, glaube ich. Und das müssen wir hier wieder ändern, ne? Deswegen machen wir gleich weiter. Bist du Glenna? Ja, ich habe nur Knorpel und Innereien zu verkaufen. Aber du musst warten, bis ich alles zerlegt habe. Bist du die Frau des Metzgers? Metzger? Ich bitte dich. So könnte man ihn im Schatten der Mauern von Novigrad bezeichnen. Jetzt verkauft er Aas. Tote Tiere, deren Knochen sich noch für die Suppe eignen. Kaufst du was? Ich möchte mit dir über Hannah sprechen. Hab gehört, ihr wart befreundet. Manchmal kam sie vorbei und wir haben geredet. War sie in letzter Zeit seltsam? Weißt du, wo sie hingegangen sein könnte? Seltsam? Nein, so fröhlich wie immer. Ich denke, die Wölfe haben sie geholt. Die letzten Nächte haben sie geheult. Selbst die Männer des Barons haben Angst, herzukommen. Hannah muss in den Wald gegangen sein. Vielleicht hat sie Pilze gesammelt. Sie ist zu tief hinein. Die Heuler haben sie erwischt. Vielen Dank. Leb wohl. Jo, vielen Dank für die Info. Dann gehen wir jetzt mal noch hier hin, wenn wir gerade hier oben sind. Und sprechen mit dem Kerl hier. Toll! Mein Papa macht Schwerter wie das hier. Darf ich mal anfassen? Besser nicht. Das ist scharf. Ich muss mit eurem Vater reden. Früher habe ich Schwerter geschmiedet. Jetzt sicheln und hacken. Gute Waffen findest du nur in Novigrad. Ich wollte mit dir über Hannah sprechen. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Tante Hannah, weißt du, wo sie ist? Nein, deshalb bin ich hier. Hat sie euch gesagt, wo sie hingeht? Oder sonst irgendwas? Sie hat gesagt, dass Rüben gesund sind und wir sie essen sollen. Ich habe gesehen, wie sie in den Wald ist. Mit einer anderen Frau. Es war fast morgen. Ich bin raus, damit ich das Bett nicht nass mache. In den Wald? Dann ist sie erledigt. Warum? Ein großes Rudel durchstreift die Gegend. Niemand im Dorf traut sich in den Wald, außer Nielen. Aber der ist ja auch Jäger. Hast du die andere Frau erkannt? Weißt du, wer das war? Nein, sie lief vor Tante Hannah. Ich konnte sie nicht erkennen. Vielen Dank. Lebt wohl. Jo, vielen Dank. Lebt wohl. Wenn ich groß bin, werde ich ein Junge. Jetzt sollen wir in den Wäldern nach Spuren von Hannah suchen. Machen wir doch glatt.
Stand vorhin, Xenoverse 2, irgendwie Beta konnte nicht hochgeladen werden. Tja, jetzt seht ihr auch genau, warum die Folgen so durcheinander hochgeladen werden. Naja, gut, in der Playlist sind sie dann alle schön geordnet. Also wer sich das alles in der Reihenfolge angucken möchte, kann sich das gerne in der Playlist antun. Ganz gerne, ne? Dafür ist sie ja da. Und ja, wir sollen jetzt wirklich da rein in die Wälder. Bin ich überhaupt schon gut genug? Was will das Herz? Ich war doch bei Hannah. Oh Mann. Egal. Egal. Wenn ich gerade hier bin, dann gucke ich mich hier doch gerade mal um. Ein Wolfrudel. Ist klar. Ich komme gleich direkt an den Wolfrudel ran. Das ist ganz klar gewesen. Geh weg, ohne Witz. Ihr könnt mir höchstens eure Eingeweide geben. Mehr nicht. Hexer? Was machst du hier? Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hannah zu suchen. Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Njellen. Sag ihm einfach, dass seine Hannah tot ist. Willst du nicht wissen, was ihr zugestoßen ist? Ich mach mir keine Illusionen, Hexer. Wer in Velen so lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Hannah ist sicherlich tot. Njellen sollte diesen Verlust akzeptieren. Nach vorne schauen. Seltsam. Normalerweise wollen die Leute wissen, was ihren Angehörigen passiert ist. Um jeden Preis. Was sollte das nützen? Ich bekomme meine Schwester nicht zurück. Mir bleibt nur Njellen. Ich will ihn nicht auch noch verlieren. Er wird Hannah rächen wollen, auch wenn das sein Leben zerstört. Der Mann verdient Besseres. Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Hat doch nichts damit zu tun. Mamma mia. Dass die immer so einen Aufstand machen müssen. Auch ist für nichts. Ach so, das war die Hannah, ne? Oh Mann. Ich dachte, es war Hannah aus den Wäldern, aber dabei ist es ja nur das wilde Herz von Hannah. Ja, indirekt. Ja und? Was soll ich hier finden? Hier ist nix. Such mit Hilfe der Hexersinne in der Nähe der Welt nach Spuren. Und wo soll ich Spuren finden? Ah, dort. I have founding. Klauenspuren. Sie sind tief. Na dann. Sind wir auf der richtigen Fährte. Das war kein Mensch. Ach was. Ein Werwolf, würde ich sagen. Schnitte. Von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen. Ach, nee. Das kann man auch so sehen. Langsam wird's interessant. Kann man definitiv auch so sehen. Das riecht nach einer verwesenden Leiche. In Stücken. Überall ist Blut, sprichwörtlich. Das muss Hannah sein. Werwolf, ohne Frage. Ich muss vorsichtig sein. Okay. Blut und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen? Tja. Das sollten wir herausfinden. Verdammt. Er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Tja, das auch. Auch das werden wir sehen. Das ist nur die Frage, wo lang? Hier? Ein Fellbüschel. Wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. Okay, wo ist die Duftnote? Wo ist die Duftnote? Hier durch, ne? Na dann, der Duftnote hinterher. Dem wilden Herzen nach, das können wir gerne machen. Hallöchen. Ich müsste da mal durch. Dankeschön.
Oh Mann. Die Duftnote verstreut sich über alle Winde. Yo. Und jetzt? Jetzt habe ich ein saftiges Problemchen. Von da kommen wir ja, ne? Warum reagiert es hier nicht? Nächsten Bug in meinem Let's Play oder was? Ach so, hierhin. Männerkleidung, zerrissen, aber ohne Blutspuren. Wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie im Wald? Ein Werwolf. Aber sonst wüsste ich jetzt auch nichts. Was denn dort hinten? Der nächste Wolf hier oder was? Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Ach, ein Bär. Das wird ja lustig. Na, so einfach dann auch wieder nicht. Ne. Ja, klar. So. So, jetzt würde ich sagen, jetzt bist du am Arsch. So, viel Spaß in der Hölle. Geh liegen, Bär. Und gib mir deine Rohstoffe. Loot for the win. So, jetzt mal den... Werwolf aus der Kajüte locken. Mal schauen, ob das uns so gelingen wird. Wir werden ihn natürlich schön auch ausrauben. Das muss so sein. Licht muss aus. Schlüssel benötigt. Ja, ne, ist klar. Oh Mann. Hier runter, meinst du? Das Blut ist nicht lange trocken. Er wurde hergeschleift. Aber von wo? Sehen wir. Wir brauchen Art. Kein Problem. Machen wir doch auf. Wildes Herz. Wir kommen dir näher. Ich save mal hier kurz, ne? Bevor wir hier irgendwas droppen, was nicht koscher ist. Wildes Herz Quest. Oh Mann. Jetzt kommt eine Cutscene, die ich gleich nicht feiern werde. Das nehme ich gerne an mich. Ist hier sonst noch was? Ja, Zwölfsbann. Der hat eine Höhle bei einem Wolfsbann. Willst du mich verarschen? Na dann. Jetzt speichern wir nochmal. Ganz fresh, würde ich mal sagen. Und ja. Meditieren mal eine Runde. Nachteinbruch, meinst du? Na dann. Und jetzt? Was willst du mir jetzt sagen? Ach, da kommt der Hundesohn schon. Mit seinem ganzen Compadre. Gwen. Okay. Oha. Ja, klar. Hier kommt gleich die zweite. So. So, ich muss zuerst mal deine Handlanger killen. Sonst stören die mich immer wieder. So, jetzt komm mal her. So, komm, mein Kleiner. Dich nehme ich doch auf die Hörner. So, nochmal. So. Nein.
Oh, eine Kuh ist auch noch hier. Super, ey, du regenerierst dich zu schnell. So. Ey, kleiner Hundi. Hier wird nicht regeneriert. So, das war's mit dir. Nein, halt! Tu ihm nichts! Ich denke, wir müssen reden. Es ist Njellen. Lykanthropie kann jeden treffen. Aber es ist ein Fluch. Tut mir leid, ich muss... Du verstehst nicht. Ich liebe ihn. Fast hat er mir gehört, da bist du gekommen. Verschwinde, lass uns in Ruhe. Erst wenn ich weiß, was hier vor sich geht. Ich liebe ihn, seit ich denken kann. Auch als ich sein Geheimnis erfuhr. Du wusstest es? Dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte? Ich wusste es. Und es war mir egal. Aber du hast Hannah gewählt. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen. Und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht. In jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht. Glaub mir. Ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Das geht nur euch beide etwas an. Ich misch mich da nicht ein. Aber wenn du mir nochmal über den Weg läufst, töte ich dich. Du hattest kein Erbarmen mit deiner Schwester. Und ich hab keins mit dir. Ich hab dir gesagt, ich bring dich um. Ich weiß, was du gesagt hast. Tu es. Wenn du den Tod willst, such dir Zügel und einen Baum mit starken Ästen. Geht nicht. Ich kann nicht. Ich war immer ein Feigling. Bitte, tu du es. Okay, das war heftig, muss ich schon sagen. Jetzt haben wir wenigstens den Schlüssel für die Truhe da drin. Was ich sehr schätze. Und wir haben sogar ein Schema bekommen. Gefällt mir doch sowas. Und inklusive noch eine Schnellreise hinzu. Sprich mit dem Baron. Nee, sehe ich nicht eine. Da gehe ich jetzt lieber zu der nächsten Quest über. Herrin des Waldes. Zäh, die können mich mal. Kreuzweise. Nebenquest. Eine Einladung von Kelra Metz. Die machen wir jetzt noch. Weil ich glaube, die braucht man nicht wirklich. Ah, nö, das ist noch diese Geschichte mit dem, wie soll ich sagen? Mit dem in der Mitte, wo ich einst noch hingegangen bin. Nö, das gibt viel zu lange. Fliegende Fäuste in Wählen. Wo sind die kleinen Hundesöhne? Die killen wir auch kurz. In kürzester Zeit, würde ich sagen. Wir können uns ja überall hinporten. Da sollte das kein Thema mehr sein. Weil ich möchte das so genau wie möglich abschließen. Und das geht nicht, wenn ich irgendwas Langes anfange. Hi, meine Kollegen. Nimmst du am Turnier teil? Ein bisschen ehrlicher Faustkampf, um die Lungen ja, klar, komm. Aber ich warne dich. Jonas kann sehr wild sein. Oh. Beißt auch gerne, verstehst du? Was meinst du? Ja, klar. Komm, ich bin bereit.
Gar nicht lange drum fackeln, ne? Auf 50. Na schön, mal sehen, wie wild Jonas ist. Er zwinkert mir zu, das ist so ein schwuler Bock, Werde Zeuge der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden. Ich hätte das fast übersprungen, echt. Oh Mann. Nee. Hier, friss. Darf ich mal? Nee. Boom. Na. Boom. Du wirst es nie lernen. Ah, wundervoll. Ich hab da einen Treffer kassiert, aber er liegt auf dem Boden. Der Vagabund hat Jonas besiegt. Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Velen? Wer weiß? Ja. Du musst noch den Schmied aus der Taverne am Scheideweg besiegen und dann Fischfresser aus Lindenthal. Was der tut, kannst du erraten. Kein Problem. Mach ich doch glatt. Immerhin bekomme ich ziemlich viel Kohle, ne? Einfach mal so easy fresh. So, nächster Kollege bitte in die Tonne treten. So. Zum Glück heißt er nicht Scheidenweg. Sonst wäre es ein wenig zweideutig, der olle Weg dann. Schon Scheideweg klingt ziemlich pervers, aber egal. So. Wo ist der? Hinter dem Haus, ne? Oder in dem Haus. Okay. Buchmacher. Ich muss mal. Du siehst wie ein ordentlicher Faustkämpfer aus. Genau richtig. Ach, was du nicht sagst. Willst du nicht ein paar Bauerntrampel verhauen und dich für das Vergnügen noch bezahlen lassen? Was sagst du? Kann losgehen. Und da bekommen wir schon mehr Kohle. Kann losgehen. Das wird lustig. Alles herhören. Jeden Moment werden Wetten für den nächsten Kampf angenommen. Der Hexer tritt gegen den Schmied an, den die Visage wie ein heißes Eisen zurecht. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Du hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Ey. So, jetzt bin ich sauer. Komm, werde ich. So, geh liegen. Ich prügel dich aus der Tür raus, Geralt ist noch in Topform. Nicht übel. Aus dir könnte man einen Meister machen. Fischfresser, das ist der letzte, der für dich noch übrig ist. Tja, lächerlich. Und wegen sowas bin ich hierher gekommen, die hätten mir den Sieg auch gleich schenken können. Ganz im Ernst, ich hab den fast aus der Tür geprügelt. Lächerlich sowas. Und was kommt sonst noch? Ich glaube den hier. Im Lindenthal. Dann gehen wir doch kurz nach Lindenthal und schauen uns das mal von nahem an. Zum Glück sind die Ladesequenzen so kurz. Im Gegensatz zu sonst. Aha. Darf ich da auch mal mitreden? Nö. Nicht leider steigen, mein Freund. Wo ist der? Da ist der Buchmacher. Wie nennt man dich? Kannst du kämpfen? Geralt. Und ja. Dann hopp auf die Liste, mein Freund. Bin bereit. Nochmal. 70 einsetzen und in die nächste Tonne kloppen, den guten Jungen. Ihr Leute, Fischfresser hat endlich einen Gegner gefunden. Genau jetzt und hier, auf dem Feld der Ehre, wird er niemand anderem begegnen als Geralt von Riva, dem Hammer. Ah ja. Auf ein Wort vor dem Kampf, Meister. Bitte. Der Schnitt auf deinem Gesicht sagt alles. Was bin ich gegen dich? Ich will auch nur leben. Die Flüsse sind leer, es gibt keine Fische mehr zu fressen. Und der Sieger kriegt einen Sack Mehl. Zeig etwas Mitleid. Lass dich besiegen. Nö.
Ich denke nicht dran, absichtlich zu verlieren. Wenn du gewinnen willst, musst du mich schlagen. Auf jeden Fall. Direkt so anfangen. Okay, jetzt reicht's. Jetzt bin ich sauer. Geh liegen. Das war ein Schlag zu viel des Guten. Und auch bei ihm. Ja, wir hätten es ahnen können. Der Hexer hat dem Fischfresser die Fassade neu ausgerichtet. Fast war es eine herzerwärmende Renovierungsmaßnahme. Zeit, gegen den Feldwebel anzutreten. Er ist in dieser Gegend Meister. Du findest ihn in Krähenfels. Okay, einfach nach Krähenfels. Dann hauen wir den jetzt auch gleich zu Brei. Wenn wir gerade dabei sind, ne? So. Auf Krähenfels hieß es. Okay. Wir beamen uns mal nach Krähenfels. Und das ist dann auch der Ort, wo wir unseren Part beenden. Ich bin mir dann am überlegen, was wir als nächstes machen wollen. Ich glaube, Keramet, wie gesagt, ist gar nicht mal so schlecht. Ein Blitzeinschlag? Halt die Fresse. Ja, ich bin ein Blitzeinschlag. Was glaubst du denn? Ich bin der oberste Blitzeinschlag. Wenn ich komme, ich sag's dir. Was ist denn los hier? Was zum Geier geht denn hier ab? Ich wollte gegen den Baron antreten, gegen die Leibgarde des Barons, aber doch nicht jetzt Feuer hier irgendwie in Flammen stehen sehen. Das geht ja mal gar nicht klar. Tja, was da aber losgeht, sehen wir in der nächsten Folge, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.